Willkommen zu Fallout 4 Töte alles. Wir befinden uns auf dem Schiff der Bruderschaft, um die letzten Überlebenden, was auch immer, keine Ahnung, töten. Mir fällt auch nichts mehr ein, okay? Ich hab mich nur vorbereitet, ne, nicht. Ich hab einen Plan gemacht, ich musste einen Plan machen. Und der fängt an. Ich hoffe, niemand merkt das. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich habe noch nie einen von denen umgebracht. Oh. Ja. Maschine 3 macht Zicken. Er kann nicht sterben. Terran. Okay, das ist dann halb schlecht. Okay, lass mich kurz nachdenken. Okay, wir gehen. Wir gehen jetzt. Hallo, ich will mal. Ich muss jetzt auf den Kopf treffen. Kann ich, wenn ich. 3, 2. Oh, muss ich mich hier hindrehen? Dreh dich bitte weg. Danke. Ja, noch. Komm schon, dreh dich weg. Komm. Okay. Wer ist da? Ein Hinterhalt! Ausschwärmen! Okay. Die können sich nicht vor uns verstecken. Oh nein! Wo kommt ihr her? Jetzt mal ehrlich. Wo kommt ihr her? Okay. Jetzt kommt dann halt die Planänderung. Angriff. Tötet ihn, er hat die stärkste Waffe im Spiel. Okay, das war's mit. Ich glaube wirklich, das sind fast alle gewesen sein, die hochgekommen sind. Sind sie natürlich nicht, aber sie könnten. Ich versuche immer noch einen Plan für unten auszudenken mit dem Maxon 9. Okay, keine Zeit zum Nachladen. Was? Ich wusste nicht mal, dass die Mr. Gutsies haben. Das ist ganz neu für mich. Okay. Von der Hälfte der Leute hier wusste ich nicht mal was. Mein Gott. Ich höre, dass Maxon wieder auf den Beinen ist. Ein Paladin. Okay, Leute. Ich will nur mal so sagen, das Schlimmste an der ganzen Nummer hier ist im Moment Maxon, der absolut gar nichts macht, außer die ganze Zeit einmal mit seinen Gatling-Laser rumzufeuern. Und das Einzige. Ah, sei leise, Kind. Gibt es hier noch irgendwelche anderen Kinder, von denen ich wissen sollte? Jetzt mal ehrlich, Leute, was? Wer ist
Maxen, lass es einfach. Ich schwöre, der Maxen nervt im Moment sowas von. Warte. Mal los, was? Ingram, versuch's erst gar nicht. Es ist. Und dort. Wieso kannst du eigentlich nicht sterben? Nur mal so eine Frage. Und natürlich ist er extrem stark. Ich meine. Was gebe ich jetzt nicht alles für ein Gewehr? Sei leise. Wir haben wirklich nur einen Spruch in dem Fall. Was gebe ich jetzt nicht alles für ein Gewehr? Anscheinend ja. Waren das alle? Ja? Ach ja, stimmt ja, du Typ. Du lebst auch noch. Mini-Atombombe. Den Helm brauche ich nicht, davon habe ich genug. Auch die Mini-Atombomben, die sind. Nächster. Ah, guck mal, er hat endlich seinen Gatling-Laser weggemacht. Gut. Guter Junge. Hallo? Wer ist da? Ist hier jemand? Maxon geht gleich wieder. Ja, ich kann nicht extra das Schiff kontrollieren. Das ist. Ich kann nur die nehmen. Jetzt nicht alles für ein Gewehr. Katze. Ich will ganz ehrlich sein, ich glaube nicht, dass ich den Schiff behalten werde, weil. Wow. Ja, ich werde die Hilfszeit behalten. Zumindest für eine Weile, aber. Mensch. Das wird eine harte Zeit ohne irgendwelche Freunde in dieser Welt. Ja, ja, ja. Ist das Maxon da hinten? Natürlich ist es Maxon. Wer sollte es sonst sein? Keine Ahnung. Auf und nach draußen. Ja, und dann eben hast du noch was. Du hast mich angegriffen, ich bin nur aufgegangen. Sei leise, Bordgelehrter. Und das ist der Grund, weswegen man Gelehrte nicht in den Kampf legt. Die sterben. Ne? Oh nein. Jetzt schon, Leute. Jetzt schon. Wo habe ich das Ding denn? Ah, hier habe ich das ja. So, zuerst brauche ich mal ein paar da drüben. Fies. Was? Ich hasse die Dinger. Sie explodieren immer in der Luft. Also immer in der Luft, wo man sie nicht haben möchte. Angriff! Genau das. Genau das ist es. Sie explodieren mitten in der Luft, da wo man es abgefeuert hat. Oh, Liberty Prime. Ja. So, jetzt kommen wir zu dem schwierigen Teil. Und ich meine das nicht nur wegen dem Riesenroboter, obwohl der das größte Problem ist. Okay. Oh oh. So. So, hier sind wir erstmal sicher vor diesem Roboter. Für den werde ich ein ganzes Video brauchen, um zu sehen, ob man ihn überhaupt töten kann. Schießt du mich auch noch von der Seite an? Okay, das hier ist der einzig sichere Ort. Hier kann er nicht rein, nicht mal annähernd. Aber hier drin sind am meisten Leute. Nicht so.
Sternpaladiner. Auf amerikanischem Boden entdeckt. Tödliche Gewalt wird angewendet. Habe ich irgendwas dabei so an Drogen? Nein. Nur so. Oh. Puh. Und das war nur für die Leute draußen. Es hat mir innerlich weh getan. Hallo Leute, ich bin China. Es ist nicht Zeit für seine Zitate, die kommen erst bei dem nächsten Kampf in der nächsten Folge. Mein Gott. Ja. Demokratie scheint zu groß für ein Haus zu sein. Wäre ich nur auf der Seite, wo das hat, würde ich dem zustimmen. Bin ich aber irgendwie im Moment nicht. Oh. Das waren alle. Oh, guck mal, wie Lebenshälfte sogar noch. Oh, und doch noch nicht alle. Ich habe extra für Liberty Prime eine Falle an der Burg gebaut. Das heißt, wir müssen ihn dahin kriegen. Die Folge ist übrigens so gesehen kurz für so einen Kampf. Da es so gesehen jetzt zu Ende ist. So gesehen. Aber solche Leute leben noch. Und solange solche Leute noch leben, ist die Folge nicht zu Ende. So. Ich glaube, das waren alle außer Prime. Weil der Grund ist, ich muss mich mit dem Typen da, ich muss den über... Ah, nein, ich muss den auf die andere Seite zur Burg kriegen und der muss laufen. Der Kommunismus ist ein vorübergehender Rückschlag auf dem Weg zur Freiheit. Wie ist der... Achso, das ist nur ein Knappe. Okay, das heißt, der muss da drüben bleiben. Der Knappe ist so gesehen nur für da, damit ich Leute aggro machen kann. Jeder? Ja, es ist. Hey, Prime. Er bemerkt mich nicht. Dann, das war's mit der Folge. Ich kann es immer noch nicht runtermachen. Egal, die haben nur noch den Ältesten. Ja, auf jeden Fall, ich werde dann versuchen, bis zur nächsten Folge, morgen, Liberty Prime darüber zu kriegen und ihn zu töten. Ich werde es heute filmen, damit ich es morgen schön hochladen kann. Bis zum nächsten Mal.